Das Europäische Parlament hat neue Richtlinien für die antibiotikafreie Viehhaltung beschlossen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Verbraucher keine Antibiotikarückstände durch die Nahrungskette aufnehmen. Der belgische Biobauer Hubert de Marmol begrüßt die Maßnahme, für die er sich seit fast 10 Jahren einsetzt. Seine 35 Kühe sind nicht geimpft. Es gibt Ärzte, die schicken ihre Patienten zu mir und sagen, essen Sie weniger Fleisch, aber dafür beste Bioqualität. Das ist gut für die Gesundheit. Ein zweiter Schlüssel seines Erfolges? Eine kleine Herde. Dadurch verringert sich die Gefahr einer Ansteckung der Tiere. Und die Tierarztbesuche werden auch seltener. Der Arzt kommt praktisch nie, nur einmal im Jahr für Blutproben. Er hat mir schon gesagt, mit Kunden wie mir mache er Pleite. 2015 wurden doppelt so viele Antibiotika für die Tiermedizin als für die Humanmedizin verwendet. Um die EU-Bürger noch besser zu schützen, müssen laut neuer Richtlinie Exporte von Drittstaaten derselben Qualitätspflicht unterliegen, wie die Europaabgeordnete Françoise Grostet, die Berichterstatterin des Gesetzes, erklärt. Wir können einfach kein Fleisch aus Ländern importieren, die unsere Standards nicht respektieren. Wir müssen also diese Staaten dazu zwingen, unsere Regeln zu befolgen, wenn sie in der EU Fleisch verkaufen wollen.